gerade in Dänemark angekommen, genauer gesagt auf Jütland. Der Ort heißt Odda und befindet sich südlich von Aarhus. Das Meer ist schön frisch und die Luft ist schön herbstlich. Am herbstlichen Strand kann man prima joggen und wandern gehen. Manchmal kommen einem sogar tolle Pferde entgegen. Unser erster Ausflug geht nach Billund. Und in Billund finden wir das Legoland, ein Riesenvergnügungspark zum Thema Lego. Ich fand's cool. Wir sind so ins Schloss gefahren und da waren richtig viele Lego-Figuren. Es waren wirklich total aufwendig gestaltete Szenen, wo sich drinnen große, riesige Lego-Figuren bewegt haben und wo man das Leben in der Burg so richtig gut kennenlernen konnte. Manche Attraktionen waren mir doch zu schwindelerregend. So haben die Kinder den Polarexpress alleine gemeistert. Oh, hallo liebe Freunde, wir befinden uns am höchsten Berg Dänemarks. Die natürlichste Erhebung ist der Møllehøj, hier in der Nähe von Skanderborg oder auch etwas südlich von Aarhus. Der Møllehøj gehört zu den Scandinavian Summits, also zu den höchsten Bergen der skandinavischen Länder. Weiter geht's ins Rush, Denmark, in eine große Trampolinlandschaft, in der wir uns so richtig ausgetobt haben. Also wir sind hier im Jump House, nicht Jump House, Rush Dänemark heißt es hier, Rush Danmark. Und hier sind ganz viele Trampoline und ein Ninja-Parcours. Merle sieht man da im Hintergrund ganz eifrig den Parcours machen. Ich habe es leider nicht geschafft. Und wir fahren nochmal nach Billund. Dort gibt es nochmal eine andere Attraktion. Das ist nämlich das Lego-Haus. Ganz neu, ganz frisch, ganz moderne Architektur. Jan und Merle haben versucht, einen kleinen Stop-Motion-Trickfilm in einer Lego-Landschaft zu erstellen, der nachher über eine App abrufbar war. Meine Lieblingsstation war die Polarstation. Dort konnte man Roboter fernsteuern und musste da mit ihnen ein Abenteuer bestehen als Team. So, wir sind jetzt hier im Lego-Haus Restaurant. Da sind wir ganz gespannt. Da soll Roboter das Essen bringen oder so und man stellt sein Menü selbst mit Lego-Steinen zusammen. Gar nicht so einfach, sich darauf zu konzentrieren, welcher Lego-Stein was darstellt. Aber dann geht's ganz schnell in einer großen Lego-Box, kommt über ein Fließband das Essen angerauscht. Dann sind wir mit Gitte verabredet, Jeremy Kimbri. Carriage Ride mit Gitte. In der Nähe von Aarhus sind wir. Wir fahren mit dem Wagen durch die Landschaft und das schöne Pferd zieht uns durch den Herbst. Wir haben einen kleinen Städtetrip gemacht nach Aarhus und besuchten das dortige Kunstmuseum Aros. Gamlebyen ist ein Freilichtmuseum, in dem wir Häuser aus allen Epochen besichtigen konnten und ganz viel über Dänemark der damaligen Zeit erfahren haben. Im Fühlmose Naturfiske Park müssen wir uns um unser Mittagessen selber kümmern. Die Kids ziehen dafür ein paar Regenbogenforellen aus dem Kinderteich. Prächtig sehen sie aus.
gibt es Forelle. Welche Art von Forelle war das? Wie heißt die? Regenbogen. Das ist Regenbogenforelle. Es gibt Regenbogenforelle. Wir haben auch erst am Anfang einen Regenbogen gesehen. Ökologische Regenbogenforelle. Auf dem Grill. Zubereitet. Salz und Pfeffer. Und selbstgebackenen Brötchen von Sven Erik. Gräten. Sehr lecker. Und nur ein paar Gräten. Und bei einem Thema schmelzen die Mädchen dahin, Islandpferde. Bei Torkil konnten wir mit ein paar Islandpferden durch einen wunderschönen dänischen Wald reiten. Wir sind eben mit Torkil durch den Wald geritten, jeder auf einem Pferd. Ein wunderschöner Herbstwald und kleine verschlungene Wege. Pferde mussten zwischendurch auch mal was fressen, aber wir konnten den Wald wunderbar genießen. Eine Stunde ungefähr in der Abendsonne. Hat Spaß gemacht? Natürlich hat es Spaß gemacht. So, wir sind in Rüdestrand in unserem kleinen Ferienhaus. Dänische Ferienhäuser sind immer so schön aus Holz und so schlichtem skandinavischen Design. Und ja, wir haben hier auch einen Kamin. Drei Schlafzimmer mit insgesamt 6 Betten. Und heute Morgen scheint die Herbstsonne hier herrlich rein. So, hier ist nochmal unser schönes Ferienhaus von außen mit 2 Terrassen vorne und hinten, wo man herrlich draußen sitzen kann, wenn es etwas wärmer ist. Hier besuchen wir Frühmüllers Farmshop mit vielen Tieren auf der großen Farm, mit glücklichen Tieren vor allen Dingen.